Ubisoft. Crytek. Powered by CryEngine. Rechtsgeschützte Marke. Und der CryEngine Sandbox. So. Hallihallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeprojekt von Octodad. Ja, wie habe ich gesagt, ich brauche 70 Folgen Octodad. Es sind fast 70 geworden, nämlich 6. Deswegen muss ich mir jetzt ein Spiel suchen, das da als Nachfolger in Frage käme. Und es wurde dann schlussendlich Far Cry. Ja, von der Story her sind wir irgendein Typ, der eine Frau oder der sein Geld damit verdient, dass er wohl Inselrundfahrten macht. Und irgendwann kommt eine Frau und sagt ihm, er soll sie zu einer ganz mysteriösen Insel fahren, zu der sonst noch keiner wollte oder so, die eigentlich unbewohnt sein sollte, ja. Und er fährt sie dahin und dann nimmt die Story auch schon ihren Lauf. So. Genau, die Optionen sollten so passen, denke ich mal. Multiplayer-Color. Ach, das ist ja süß. Oh, putzig. Schwarz. Oh, cool. Rot war der gewesen, ne? Check Cover. Ja, das ist alles egal. Ja, man sieht schon, hier gibt's Leichenteile und Gore gibt's auch. Also, das ist ein ziemlich brutales Spiel, ja. Das passt so alles, denke ich mal. Muss ja alles schön aussehen. Paradise, ja. Improve Paradise Cold Cartoon. Gott, sowas gibt's auch. Das ist ja mal lustig. Cool. Wir nehmen mal, denke ich mal, Paradise. Standardmäßig ist Default. Ist da ein Unterschied? Ich glaube. Ja, ein kleiner Unterschied ist. Ja, wir lassen das auf Paradise, da war es eh schon. Sound Options, das passt so, ja. Alles bestens, ja, okay. Control Options, das wollte ich sehen, genau. Ich kann mich bewegen mit WSAD. Jump mit Space. Crouch ist, glaube ich, ducken oder kriechen oder so. V muss ich mir merken. Z, ist ja eklig, ne. Walk möchte ich umstellen auf. Achso, das zählt als Z. Das ist kacke, ey. Ich hoffe, das ist was man immer wieder switchen muss, ja. So, Use, benutzen ist F. Dann haben wir Space nochmal, okay. Ist das nicht ein bisschen dämlich? Keine Ahnung. LBT, F12, heieiei. Oh Gott, ist das viel, ey. Das merke ich mir ja niemals, ja. Egal. Wir fangen jetzt jedenfalls mal an mit der Kampagne. Es gibt da Easy, also, ja, genieß deine Ferien. Dann haben wir hier, du wirst ein bisschen gefordert werden. Aber ein Abenteuer braucht ja ein bisschen Gefahr, gell? Ja, deine Gegner sind klüger, ein bisschen härter und richtig angepieselt, ja? Viel Glück, du wirst es brauchen. Oh Gott, das wird dann immer härter, ja? Wir hoffen mal, du kannst Schmerzen aushalten. Ja, und hier muss man dann schon unglaublich geskillt sein. Oder total dämlich sein, dass man das spielt. Vergiss das Paradies, das hier ist die Hölle. Wir starten auf Medium, würde ich sagen. Das ist auch lustig bestimmt. Ja, dann werden die später stärker. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, ja. Weil ich bin nicht ein absoluter Loser. Das kann ich auch gleich sagen. Ich bin ein absoluter Loser, was Ego-Shooter wie dieses hier angeht. Daher möchte ich eigentlich nicht unbedingt, dass es später noch schwerer wird. Wir machen das mal so. Das wird dann schon gehen. Oh, Sequenz. Das sind wir, glaube ich, Jack Carver. Auf der Medusa.
Heilige Scheiße, das sieht ziemlich krass aus. Ja, jetzt kommt erstmal ein Ladebildschirm. Okay, erstmal wieder die Gemüter beruhigen. Das wird ein ziemlich hartes Spiel, habe ich so im Urin. Ich weiß nicht wieso, aber das wird ein hartes Spiel, ja. Gut. Wow, der Ladebildschirm braucht aber dieses Mal relativ lang sogar, ne? Also ich weiß nicht, wie lange die sonst immer brauchen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Standard, weil, naja, dafür, dass ich jetzt neueste PC-Hardware habe, ist das schon fast lang, ja? Gut, dann schauen wir mal die Grafik, wie sie jetzt aussieht. Das sind also wir, Jack Carver. Leben wir noch? Ja, wir leben noch. Ach, perfekt. So. W vorwärts, S rückwärts. Und, wow, what the fuck? Die Maus ist verdammt empfindlich. Wow, Hilfe. Gut, dann gehen wir mal vorwärts. Ich vermute mal, wir müssen hier rein. Und es ist dunkel. Nutze deine Maus, um dich umzugucken. Da sind wir gekommen. Da gehen wir hin. Ja, rechts und links laufen geht natürlich auch. Das ist kein gutes Omen, würde ich mal sagen. verdammt. Okay. I've gotta find a way out of here. Ich muss hier raus, da hast du recht. Oh, das sieht doch schon geil aus, ja. Far Cry müsste damals für die grafischen Verhältnisse extrem geil gewesen sein. Okay. Crouch and forward. Default Control. Okay. Da sind wir durch. Sehr schön. Ein chinesisches Zeichen, was das wohl bedeutet. Oder taiwanisch oder taiwanesisch oder so ist das, ha? Huh? Weiß ich nicht. Und Jump. Das erinnert mich an Far Cry 2, das habe ich mal angespielt, aber nicht wirklich lange. Damals, als ich noch meinen alten Channel hatte. Und bei Far Cry 2 war es halt einfach mal eiskalt so, dass das Springen nicht so unbedingt ging. Und du hattest ein Zeitlimit. Da kommen wir nicht durch, das heißt, wir müssen da hoch. Ach so. Shit, ey. Boah, wie soll denn das gehen? Ach so, wir müssen uns hinlegen. Okay. Dann bleiben wir wohl auch liegen. Okay. Das ist sehr schön. Oh, sieht das geil aus. Oh, cool. Wow, die Grafik war damals wirklich, das Spiel kam ja 2004 raus und dafür waren die grafischen Verhältnisse brutal geil. Also natürlich hast du auch für richtig gute Verhältnisse einen Hammer. Lebst du? Nee, du lebst nicht mehr, ne? Hochgucken und vorwärts drücken, um hochzuklettern. Das heißt, wenn ich jetzt hier. Ah, okay. Aber wo sind die Leute mit ihren Pistolen, ha? Listen, Dirtbag! Keep an eye out for some punk in a red Hawaiian shirt. If you see him, call me at once. Am I understood? Yes, yes, sir! I'm heading out! Also, aus irgendeinem Grund wollen die uns. Auf die wollen die uns auf die Todesliste setzen. Lean Left Key. Ah, okay. Cool. Das bringt halt kaum was. Wo ist der Typ? Oh, da war er. Crouch and forward to sneak. Schleichen geht hier so, okay. Wenn der uns findet, sind wir ziemlich tot. Oh oh. Stealthometer weiß es, wenn ein Enemy detects you. Okay. So, mit G kann man wegschmeißen, okay? What's that sound? Das war dämlich. Scheiße. Lass mich ja in Ruhe. Sprint Key.
Left Shift. Okay, wir können jetzt sprinten. Oh, Scheiße! Heilige Kacke. Ein Glück waren wir gesprintet, ja. Das können wir damit was machen? Nee, ne? Okay, hier irgendwas. Nee, geht nicht. Use Button. Was ist der Use F, ne? Genau. Was ist das? Hello? Are you there? Pick up the radio if you can hear this. I know you're there. I've been tracking you since you and Val arrived. Who are you? I'm the guy who's going to tell you how to survive. Call me Doyle. How do I know I can trust you? Well, for starters, how about the fact that I haven't turned you in? That radio has a bio-reader. Since I know you're there, I could have ratted you out already. Good point. Keep talking. Listen, you need to get out of there and quickly. I'll help you as much as possible, but you don't have much time. There's an exit that will lead to a small camp. Be careful as you go. This area is crawling with mercenaries. By the way, name's Jack Carver. Gut, das war jetzt ein Funkgerät. Dieses Funkgerät, der Typ, der sich da gemeldet hat, hat gemeint eben, dass er doch bitte abheben soll, wenn er einen hören kann, ja. Und im Endeffekt haben die dann angefangen zu reden und er hat sich als Doyle vorgestellt, der andere Typ, ja. Und er meinte halt, dass er uns beim Überleben helfen wird, ja. Okay, wir nehmen das Zeug einfach dadurch, dass wir in der Nähe stehen. Das ist praktisch. I suggest you grab some body armor and cover it, or you'll be easily spotted. Okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Waffen mit, weil wir einfach ziemlich easy platt gemacht werden können. Er hat dann gemeint, dass er uns hier raushilft und wir haben ihn darauf gefragt, warum wir ihm denn trauen können. Und dann hat er eben gemeint, ja, er hat hier, was weiß ich, höchste Technologie und kann uns deswegen ziemlich schnell eliminieren. Oder hätte uns schon längst eliminieren können, da uns schon längst getrackt hat und alles. Und dann hieß es, ja, okay, sprich mal weiter. Und dann hieß es, dass wir hier als erstes so schnell wie möglich hier irgendwie raus müssen. Und, die nehmen wir mal mit. Die ist hübsch. Wow, es geht tatsächlich. Wir können das umschmeißen. Hübsch, hübsch. Aber hier ist nichts drin, ne? Da vielleicht? Nee. Hilft uns höchstens, uns hier zu bewegen, ja. Die hilft uns gar nicht. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Diese Kisten haben sicherlich irgendeinen Sinn. Wir sollen uns beeilen, hat er uns auch gesagt. Aber... nee. Hier ist kein Ausgang. Ja, ich glaube, wir haben alles gesammelt. Wir müssen jetzt... Also ich habe das schon ganz kurz mal angespielt. Das ist ja schon in etwas her. Wir kommen jetzt in ein... I suggest you search the huts for weapons and equipment. Wir sollen jetzt die Hütten nach Waffen durchsuchen und Equipment. Diese Hütten werden natürlich bewacht. Wie wäre es denn anders? Das heißt, wir müssen jetzt einige Leute auslöschen. Und erst wenn wir das geschafft haben, sind wir auch sicher. So, da hinten sieht man schon den ersten. Ein Angler. Weiß gar nicht, ob ich den jetzt platt machen könnte, aber... vermutlich ginge das schief auf die Entfernung. Ja, da hinten ist auch noch einer. Das sind halt alles Leute, wenn die uns sehen, dann attackieren die uns auch, ja. Daher, wir sollen jetzt diese Hütten nach Waffen durchsuchen. Ich bin mal... weiter habe ich noch nicht gespielt. Sollen wir es mal versuchen? Ich meine, ich kann jetzt nicht ewig der Angsthase sein, ja. Oh, scheiße, ich bin so dämlich. Hä, hey, jetzt haben wir ja zweimal getroffen, ja? Ach, der erste hat uns schon bemerkt, oder was? So wie er rennt. Ja, wir wurden entdeckt. Nachladen? Stay low and avoid contact if possible. Scheiße! What the fuck? Fuck! Wie kriege ich den jetzt tot? Hab ich ihn... ich hab ihn nicht erwischt. Scheiße! Wo ist er? Heilige Scheiße, ey! Ach du Kacke! Sind die jetzt alle weg? Gottes Willen!
Ja, sein Tipp war gewesen, guck, dass du... Oh Gott, ein Messer. Zwei, okay. Sehr geil. Kann ich auch... Nee, ich kann nur so. Okay. Kann ich die auch mitnehmen? Schade. Wären das mehr Abdrücke, wenn ich je öfter ich durchlaufe, oder... Nee, sieht nicht so aus, ne? Schade eigentlich. Idiot. So, hier machen die irgendwas. Was ist denn hier drin? Irgendwas Brauchbares für uns? Nee, ne? Leider nicht. Dann suchen wir mal weiter. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Hier drin gibt es, glaube ich, nur einen Eber. Wollt ihr raus? Oh. Wir haben jetzt immerhin 55 Schuss, ja. Das war ganz gut, dass wir die aufgeklaubt haben. Munition haben wir. Können wir dich öffnen? Nee, schade. Hier können wir auch nichts mitnehmen. Das wäre ein Medikit, aber wir können irgendwie keins mitnehmen. Wieso auch immer. Nee, keine Ahnung. Coolen Radio. Wow. Okay. Oh, ist das schön. Wenn wir dich nicht mitnehmen können, dann verpiss dich, ja. So. Ich weiß noch nicht so wirklich ganz, was dann auch der Sinn dieser Story ist. Aber ich weiß, dass hier noch Leute sind. Ich meine, so weit habe ich schon gezockt. Da nicht wirklich weit danach noch, sondern nur so weit. Arschloch. So, mehr Munition, mehr Munition. Je mehr Munition wir haben, desto besser. I've been able to tie your compass in with the transceiver. This means that now I can supply you with the bearings marker. It should give you a rough idea of where to go at least. Okay, er hat uns jetzt gesagt, dass er uns einen Marker gemacht hat. Also er hat uns jetzt eine Stelle markiert auf der Karte, wo wir hingehen sollen. Ja? Und wenn wir da hingehen, dann ist das voll super. Granate nehmen wir auch mit. Oh, geil. Geil, geil, geil. Das ist schön. Aber wir nehmen erstmal die hier. Oh Gott, und wir schalten falsch rum. Das Mausrad ist umgekehrt. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Position auf zum markierten Objekt bewegen. Vorher gucken wir aber, ob wir hier noch was finden, was ziemlich dämlich ist, aber cool. Können wir hier fahren? Können wir dich rausschieben? Nee, keine Chance. Schade. Hier haben wir noch einen Angler erschossen. Vielleicht hat er Nahrung oder so. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Wobei, der Besitzer ist tot. Von daher ist es egal. Oh. Oh. Oh, fuck. Hoffentlich macht das keiner kaputt. Achso, es ist unkaputtbar. Wie es bei Atomfässern halt so ist, ja. Gut, wir sollen da hoch, vermutlich in diese Hütte rein. Wenn ich die Karte richtig deute, also das sieht man an dem Punkt, der leuchtet links unten auf der Minimap. Ich vermute aber mal, dass hier noch irgendwo einer ist, hier, der uns gleich attackieren wird. Kontakt sollen wir ja möglichst vermeiden. Daher schleichen wir ein bisschen abseits des Weges, falls es möglich ist. Na, da kommt man nicht hoch, scheiße. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Keine Chance. Ja, das Spiel wurde gespeichert. Sehr schön. Was sollen wir hier? Notice that they have a sound enhancer and movement tracker. Dr. Krieger has fitted everyone on the island with locator signals that you can track using the binocs.
Okay, also wir sollen jetzt die Umgebung etwas beobachten. Und, oh Gott, ey, das Englisch ist mir ein bisschen zu leise eigentlich, was der Typ sagt. Auf jeden Fall kann jede Person auf diesem Insel, auf dieser Insel hier getrackt werden von irgendeinem komischen Doktor. Die wohl da hinten irgendwo ist. Die Musik gefällt mir nicht. Ich vermute mal, wir können nicht da durchschwimmen einfach, daher müssen wir über die Insel gehen. Ja, wenn der uns eh schon locaten kann und so, also... Aber nee, warte, uns hat noch keiner so einen Sender eingeklebt, oder? Bin mir nicht sicher. Unser nächstes Ziel ist da oben. Ich glaube, wir müssen zu dem Tower. Ja, wo ist denn eigentlich diese komische Frau, die wir da rüber transportiert haben? Wir können auf der anderen Seite der Insel, ist eine Möglichkeit zu fliehen. Da könnten wir hingehen, hat er uns gesagt. Frage ist nur, kriegen wir den hier erstmal gleich erschossen? Da geht das nicht auf die Entfernung. Okay, auf die Entfernung können wir nicht treffen. Das heißt, wir müssen warten, bis der weg ist und dann schnellstmöglich. Wo guckt der jetzt hin? Die ganzen Leute machen das frei nicht einfacher, ja? Wo sollen wir hin? Wir sollen da hin. Zu dem da oder wie? Wo ist er? Shit, 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 shit. Fick dich, lass mich in Ruhe. Ich sehe hier aber auch gar nichts, ja? Fuck, 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 fuck. Alter! Okay, wir sind tot. Nein! Scheiße, ey. Wie soll das denn funktionieren? Gottes Willen. Vielleicht eher mit dem Messer oder so? Ziel ist da vorne, genau da vorne, also dieses... Das ist jetzt schwierig, ja? Kann ich das per Schleichen lösen? Geht das? Der gefährlichste. Take care. The mercenaries are trained to work together. If you alert one, they will bring others. Scheiße, ey. Ich hänge hier aber auch rum wie ein Idiot, ne? Verpiss dich, Mann. Scheiße, ey. Scheiße, wo ist der? Was ist das für ein Idiot? Weiß ich nicht.
Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nachladen? Scheiße! Ah! So knapp, Mann, verdammt! Ich werde doch jetzt hier nicht am ersten Hindernis schon scheitern. Aber es war ganz klug, den Kerl da oben zuerst auszuschalten. Anschließend sollte ich halt vielleicht einfach ein bisschen klüger handeln. Noch haben sie mich nicht bemerkt, ja? Wenn der Typ da oben erstmal weg ist, den Rest kriegt man irgendwie schon, ja? Scheiße, ey, ist das schwer. Hä? Wer hat mich denn jetzt getroffen? Scheiße, nicht zu dem Explosionsfass. What? Shit, shit, shit. Wer schießt denn da? Von wo? Hä? Ich werde von oben erschossen. Ach komm. Wo? Wo war denn der jetzt bitte? Da war doch gar keiner. Nichts kann mich nicht erschießen. Hä? Ach, leck mich, ey. Ich hatte den doch ver... Was? Wieso? Hä? Ja, du wirst von oben erschossen. Ja, ja, danke, der Helikopter war doch gar nicht mehr da. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß nicht wo. Ach, okay, die schießen durch die Wand durch. Die machen ein Streufeuer durch die Wand und treffen mich dann. Ja, okay, von mir aus. Okay, okay. Ja, ich schieße jetzt auch durch die Wand. Ich werde schon einen treffen, ja. Ach, kommt, ey. Leck mich. Ja, jetzt treffe ich ihn am besten gar nicht mehr. Ach, leck mich doch. Hast hier aber auch keine Chance, sich zu verstecken irgendwo, ne? Keine Chance. Keine Chance, ey! Wie soll ich das denn schaffen? Alter! Ich als absoluter Noob hab halt sowas überhaupt nicht drauf, ja? Den Typen da oben muss ich zuerst wegholzen. Attackieren die mich, wenn ich einfach gar nichts mache? Ach, scheiß drauf. Renn mal einfach mal rein. Ach so, okay. Ja, und dann habe ich natürlich das Problem, dass der Wichser mich attackiert, ja. Was ist denn mit dir, verreckt? Schieß doch auf den Typen drauf! Fliehen, 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 Flucht, 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 fick dich. Leck mich! Angenommen, ich fange jetzt hier irgendwo an und schleiche mich durchs Gras hoch. Finden die mich dann? Oder sind das so godlike KIs, die halt einfach wissen, wo du bist?
Jetzt wissen sie wieder, wo ich bin. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo? Wo ist er? Ach, der Typ da oben. Ja, okay. Fuck, fick dich. Wichser. Wo ist er? Hier war einer. Ich höre doch welche. Shit, 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 leck mich. Ich hab dich gesehen. Ah! Von wo kam der denn jetzt? Ach, jetzt hör mir doch auf. Da war einer hinter mir, oder was? Ach, wie... Ah! Also zuerst den da oben. Das ist der Schlimmste. Das nächste ist dich. Und jetzt weg. Einfach weg. Es hat doch noch keine Alarm geschlagen. Was ist denn hier los? Ich habe doch zwei von denen ausgeschaltet, hä? Hä? Was ist denn los? Wo ist der Alarm? Ach, da war einer. Okay. Wie komme ich da hoch? Kletter doch hoch, du Idiot! Meine Güte! Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Unsere Rüstung ist fast weg, das heißt, wenn uns jetzt demnächst einer trifft, dann sind wir im Arsch. Statt dass er halt einfach, weißt du, erst hochklettern und dann schießen, aber okay. Fick dich! Wo ist er? Da. Wo ist der andere? Hier war noch einer, wo ist der? Da war einer, ich hab ihn gesehen. Erschieß ihn doch! Scheiße, ich hatte dich! Ah! Ey, ich scheitere hier schon und ich soll später noch überleben. So langsam kotzt es mich aber auch an, ey. Take care. The mercenaries are trained to work together. If you alert one, they will bring others. Shit, shit, shit. Wenn ich da hochkletter, kann ich das? Okay, der ist schon tot. Den kann man nicht zum Absturz bringen, sehr schade. Kann mich auch hinlegen, ne? Hä?
Ja, das ist ja super, den triffst du nicht. Ja, toll, danke. Ah, der trifft mich. Ja, danke. Hallo, zielen. Ich treff den nicht. Ja, toll. Okay, ich hab meine Taktik. Ja, super. Komm, verreck. Keine Chance. Keine meiner Waffen ist stark genug. Ja, bitte. Schleichen wir mal hier rum. Ich will gar nicht wissen, wie das in der dritten Person aussieht, wenn man seitlich schleicht, ja. So, 30 zusätzlich Munition. Die meisten sind weg. Na, dadurch können wir natürlich nicht schleichen, das wäre auch viel zu einfach. Wo ist der letzte? Ich bin mir sicher, dass hier noch einer war. Shit, 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 shit. Where did he go? Lost contact. Na endlich. Wo ist der? Wo ist der? Fuck, ey. Wir sind tot. Scheiße. Ah, die Taktik ist gut. Wenn wir nächstes Mal nicht so dämlich von diesem Wichser erwischt werden. Ich weiß nicht, wo der war. Der war einfach nicht da und hat uns aus nichts erschossen. Okay, ah, die Taktik ist klar. Sehr schön. Wir müssen den Kerl da oben ausräumen. Wenn wir das haben, dann holen wir uns den Posten, ja? Also. Oder setze ich da zu viel Taktik rein? Ja, wo ist der Posten? Da hinten, okay. Der kann ja auch keinen Alarm auslösen. Also wenn der tot ist, das merkt keiner, ja? Aber uns hilft das enorm. Boah, ey, ich werde die doch noch irgendwann mal tot kriegen, ja? Da bist du ja. Komm her. Dieses Fallgeräusch, bedeutet das jetzt, dass der tot ist oder lebt er weiter? Oder ich fall einfach runter, weil ich so dumm bin. Ne, den hat's erwischt. Sehr schön. Take care. The mercenaries are trained to work together. If you alert one, they will bring others. Und hier oben könnten wir den erwischen. Das hat er uns, das hat er ja bei uns auch gemacht. Das wollen wir nicht. Wir killen den erst so und dann machen wir uns da hoch und ab dann sollte es für uns möglich sein, ziemlich hart da reinzugehen, ja. Na, den Angriff fertig machen, dann ist die erste Folge auch vorbei. Die ist ja immer traditionell etwas länger. So.
Alter, ey, das sind jetzt die ersten paar Minuten des Spiels und ich sterbe nur. So, wir suchen uns wieder unsere gute Position, dann hauen wir den Kerl weg. Noch bevor das irgendeiner merkt, sind wir da oben. Wie war denn das? Der andere war auch noch eine Gefahr, ne? Lebt der noch? Ding, kling, jawohl. Von wo? Von wo? Von wo? Hä? Den kann man ja nicht runterholen. Von wo? Einfach von wo hat der mich attackiert? Von wo? Von wo? Erzähl's mir! Hä? Da ist doch gar keiner! Verarsch dich doch selber! Hier hat mich überhaupt keiner gegattet! Du kannst mal sonst wen gatten und sonst was, ja? Aber doch bitte nur, wenn auch einer da ist! Leck mich! Weg mit dir! Ach, da ist einer unsichtbar. Der schießt auf mich. Fick dich. Verreck. Jetzt wissen wir ja, von wo die auf uns schießen. Die sehen halt einfach durch Wände. Ach, komm, ey. Und so wie sie rennen, haben wir schon wieder verloren. Seh dich. Verreck. Ach, okay, ich hab's verstanden. Die sehen wirklich durch Wände. Ach, leck mich doch bitte. Muss ich da jetzt auf gut Glück nein schießen, oder was? Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken. Mir egal. Dann hauen wir halt auch in irgendwelche Wälder und sonst was rein. Wo ist er denn? Ich dachte, du siehst mich. Na hopp, schieß doch auf mich. Alter, das ist ja mal Kacke. Von wo? Ja, ja, einfach durch... Einfach, ja, ich sehe auch immer durch Wände. Weil ich so gut bin, dass ich durch Wände gucken kann. Ich möchte gerne auch keine Wände mehr haben. Zeig mal die Texturen zu verarbeiten oder wie. Ah, leck mich, ey. Weißt du was? Das machen wir dann im nächsten Spiel weiter. Ey, das kann doch nicht sein. Wie soll ich denn das noch schaffen? Ja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry. Bis dahin, Servus.